So, heute wollen wir tatsächlich, und erinnern Sie mich bitte daran, dass ich nicht da links an der Tafel schreibe, weil das wird keiner sehen. Ne? Wollen wir heute mal in die Übungen reingehen. Haben Sie die alle vorliegen oder soll ich die dahin projizieren? Also wer jetzt das Falsche sagt, der ist selber schuld. So, nee, aber die meisten Sachen zeichne ich ja an. Das Erste sollte relativ einfach sein. Können Sie mal gucken, ob das rot da leuchtet? Müsste eigentlich, also nur auf dem Display, da müsste was. Ja, gut. So, das Erste, da ging es einfach nur darum, ein bisschen Gefühl für Ladungen und Feldverteilung und so zu entwickeln. Und so eine Feldverteilung zu zeichnen, wenn Sie zwei Ladungen vorgegeben haben. Ne? So, das sind jetzt zwei, sollen Punktladungen sein, deswegen sind die Punkte auch so klein und man kann es kaum erkennen in der Aufgabenstellung. Aber so, wie sieht das elektrische Feld aus hier? Stellen wir uns das tatsächlich als leitende Kugeln vor, was wir ja dürfen, dann, darauf kommt es an, erst einmal, die Feldlinien gehen von Plus nach Minus. Sie kommen aus der Kugel senkrecht raus und gehen in die andere Kugel senkrecht rein. So, und das machen Sie natürlich an allen Seiten. Da muss man nicht jedes Mal so einen rechten Winkel hinzeichnen. So, ich will jetzt auch nicht die ganze Tafel dafür verschwenden. Was heißt verschwenden? Verwenden natürlich. So, und das ist das elektrische Feld. Wir könnten jetzt noch Äquipotentiallinien einzeichnen. Das war in der Aufgabe nicht unbedingt gefordert, aber ich mache es trotzdem mal. Der Übung halber, hat da irgendeiner eine Vorstellung, wie die verlaufen sollten? Genau. So, ja. Ja, also die Aussage ist, Äquipotentiallinien verlaufen immer senkrecht zu Feldlinien. Ne? So. Ganz kriege ich das natürlich nicht hin. Ne? So, so in etwa. Und hier. So in etwa. Und hier natürlich jetzt sehr eng da drumherum. Das selber, wenn es wirklich eine leitende Kugel ist, ist ja auch eine Äquipotentiallinie. So, und damit haben Sie zwar nichts gerechnet, aber schon mal eine Feldverteilung gezeichnet. Das ist ja auch was Cooles, ne? Und das kann. Vielleicht was Cooles. Also für manche was Cooles. So, jetzt gucken wir uns mal gleich, das ist übrigens ein Dipol, ne? Ich weiß nicht, ob man das noch hinschreiben muss, ich mache es einfach mal. Dipol, und jetzt gucken wir uns den nächsten Multipol an, das ist dann ein Quadrupol. Der besteht aus vier Ladungen, und zwar ungleichnamig in der Summe, alle gleich. So, und hier gilt im Prinzip dasselbe. Wir können ja erst einmal die kürzesten Linien zeichnen hier, die jetzt von dem einen jeweils einer Ladung zur anderen gehen. Gehen alle von Plus nach Minus. So, und jetzt müssen wir irgendwas uns dazwischen dichten. Das ist jetzt natürlich nicht gerechnet und das reale Feldbild wird vielleicht auch wirklich ein bisschen anders aussehen als das, oh Gott, als das, was wir, ich habe schon Angst gekriegt, hier zeichnen können. Dann ist das vielleicht eher sowas. So. Der geht hier lang. Mache ich das immer richtig? Ich muss immer aufpassen, dass wir hier nicht doch vielleicht mal irgendwie ein Plus und ein Minus vertauscht oder so. So kreuzen tun die sich natürlich nicht, die Feldlinien. Nicht? Auch wenn das hier irgendwie ich mal Gefahr laufe, dass ich das mache. Ja, da malen wir noch eine rein. Selbstverständlich kriegen wir hier einen Raum, wo wir kein Feld haben, weil alle Ladungen gleich weit entfernt sind. Da hebt sich das natürlich auf. Und hier im Außenraum haben wir natürlich auch ähnliche Verhältnisse. Ne? So, 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 so. Probieren wir mal da auch spaßeshalber mit Äquipotentialflächen zu zeichnen. Fangen wir mal einfach bei den Ladungen hier an oder ganz in der Nähe der Ladungen an.
Da ist es vielleicht am einfachsten noch. So. So. Nicht, oh, das ist jetzt doof. Auch nicht, die kreuzen sich natürlich auch nicht, sondern laufen vielleicht ineinander über. Ne? Gut. Dann haben wir flächige. Plus Q. Minus Q, im Innenraum ist der Drops gelutscht, da ist es eben der weltbekannte Parallelplattenkondensator, also einfach so, ich deute das einfach nur mal an. Aber im Außenraum natürlich, insbesondere dann hier, wenn Sie jetzt hier diese Metallflächen wirklich als Ecken sehen, dann würden die natürlich auch da senkrecht rauskommen und Sie haben hier die Feldlinien und Sie haben hier wieder solche Streufelder, aber auch von oben gibt es jetzt Anteile, die so einmal rumgehen. Ne? Den müsste man vielleicht richtigerweise so ein bisschen ausbeulen. So, und es gibt natürlich auch noch welche ganz im Außenraum. Darauf verzichte ich. In der Berechnung des Parallelplattenkondensators nimmt man normalerweise, vernachlässigt man diese hier, diese Streufelder hier. Meist vernachlässigt bei Berechnung des Parallelplattenkondensators. Und wenn man das macht, dann kommt man eben auf diese einfache Formel Epsilon mal A durch D, ne? Für die Kapazität. Aber nur wenn man das macht. Wenn man das nicht macht, kriegt man auch so ein bisschen was von den Randfeldern dazu, ne? So, und wenn, je dichter Sie die zusammen machen, desto kleiner oder desto unbedeutsamer sind natürlich diese Randfelder und können Sie sie vernachlässigen. Und wenn Sie die Platten weit auseinander machen, was ja der praktische Kondensator nicht ist, ne, aber wenn Sie das machen würden, dann würden die Streufelder eine größere Rolle spielen. So. Aber das ist dann mit unseren auch relativ einfachen analytischen Methoden nicht mehr zu rechnen. Und deswegen lassen wir das. Was ich schön finde, ist die Ladung vor einer leitenden Spitze plus minus Ladung vor leitender Spitze oder Ecke, nehmen wir es Ecke. So, und dann können wir natürlich auch das, den ersten, ich mache den mal so ein bisschen aus der Mitte raus, zeichnen, der geht dann so. Den male ich auch so ein bisschen aus der Mitte raus. Wenn die sich nämlich genau gegenüber liegen würden, würde ich genau an die Kante kommen. An der Kante habe ich irgendwie keine Stetigkeit in der ersten Ableitung, weil Knick, ne? Und dann habe ich da wieder ein Problem, wo ich die Tangente hinzeichnen soll und so. Und deswegen lasse ich das gleich. Also ich gehe dem einfach aus dem Weg. Und was Sie feststellen, ist, dass Sie hier eine Konzentration der Feldlinien an dieser Ecke eben bekommen. So. Und damit haben Sie hier eine starke Feldüberhöhung. Feld an der Ecke. Kommt jetzt in der Zeit noch nicht ganz so doll raus, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Jo. Gut. Darf ich, ne? Ja.
Vektor und Skalarfeld. Die Aufgabe ist, erläutern Sie den Unterschied zwischen Vektor und Skalarfeld, geben Sie Beispiele an. So, wer will zum YouTube-Star werden? Was ist der Unterschied zwischen Vektor und Skalarfeld? Keine Ahnung. Na gut. Können Sie ein Beispiel nennen für Vektor oder Skalarfeld? Also jetzt nicht unbedingt Sie, sondern alle. Ja, also ein Temperaturfeld. Die Temperaturverteilung hier im Raum. Vektor oder Skalar? Skalar, ne? Also, fangen wir mal mit Beispielen an, dass wir uns da so rantasten können. Beispiele, Temperaturverteilung. Ich male einfach nur mal ein S dahinter für Skalar, ne? So. Weitere Beispiele. Wind. Wind, segeln. Wind, Richtung und Geschwindigkeit ist natürlich ein Vektorfeld. Es muss gleich jemand schwarze Stifte besorgen gehen. In der Pause. Elektrisches Feld. Jetzt sind wir mit Ihrem Bedenken. Müssen Sie eigentlich alles besser wissen? Ich lache das echt hoch, also von daher. Nein, Sie haben ja recht. Aber wenn man nett zum Hausmeister ist, kriegt man vielleicht auch um diese Uhrzeit was. Aber brauchen wir jetzt nicht, das machen wir in der Pause. So, elektrisches Feld. Warum Vektorfeld? Oder elektrische Feldstärke, ne? Warum Vektorfeld? Genau. Das hat nämlich eine Richtung. Das haben wir die ganze Zeit mit Pfeilen hier hingezeichnet. Also wird das wohl ein Vektor sein, ne? So, das elektrische Potenzial. Genau. So, das heißt also, wie kann man das zusammenfassen? Wir können jetzt nur noch die elektrische Verschiebungsflussdichte nehmen. Was ist das? Vektorfeld oder, also ich schreibe mal D dahin. Vektor oder Skalar? Ja, wenn E ein Vektor ist, dann wird das schon auch einer sein, ne? Ladung. Ladungsverteilung. Natürlich. Ja. So, Vektorfeld ist also jedem Raumpunkt, wird ein skalarer, Glück gehabt, Wert zugeordnet. Alt, Mann, Skalar natürlich. Und Vektor jedem Raumpunkt wird eine Eigenschaft mit Richtung und Betrag zugeordnet, also Vektor. Naja, wenn Sie sich das hier angucken, was wir bislang kennengelernt haben, das war hier Phi und Q und das hier sind E und D und das erkennt man auch gleich daran, dass ein Vektor oben drüber steht, ne? So, ich
Wirbel und Quellenfeld. Haben wir wenig drüber gesprochen. So ein ganz bisschen tauchte das auf. War jetzt auch noch nicht so entscheidend oder macht erst richtig Sinn, wenn wir im Unterschied auch über das Magnetfeld reden, was wir noch nicht getan haben. Vielleicht können Sie trotzdem schon was dazu sagen. Also das ist einfach. Nee, die Ladung selber nicht, sondern das Feld, das von dieser Punktladung ausgeht. Das Einfachste ist, Sie stellen sich wirklich ein Gewässer vor. Ein Gewässer mag irgendwo eine Quelle haben. Also, das ist zwar eine vereinfachte Darstellung überhaupt, aber da kommt eben Wasser aus dem Berg, ne? Und da ist eine Quelle. Und ein Gewässer mag auch irgendwo Rotationen, Wirbel haben, wenn Sie so sich an so ein Wehr denken, da gibt es so ein Vertikal oder dreht in der horizontalen Ebene, ne? Da gibt es so einen Wirbel oder es gibt irgendwelche Wirbel, solche Strudel heißt das dann auch, wo man als Schwimmer immer Angst vor haben sollte, nicht? Wo es also so in die Runde geht, wo also das Wasser einfach nur verwirbelt ist oder es Kehrwasser gibt oder so und es einfach nur seine Richtung ändert, ne? Das heißt also, das elektrische Feld, elektrisches Feld ist ein Quellenfeld, weil es nämlich, wie Sie richtig gesagt haben, die Ladung oder die Punktladung als Quellen hat. Das magnetische Feld aber Feld ist quellenfrei und ist ein Wirbelfeld. Also der Strom durch einen Leiter, der ja ein magnetisches Feld verursacht, der verursacht eigentlich nur einen Wirbel des magnetischen Feldes. Und eine wirkliche Quelle gibt es nicht. So. Aufgabe 1.3. Noch nicht so weit. Eine Seifenblase aus einer elektrisch leitenden Flüssigkeit, also wir stellen uns mal vor, wir sind ganz jung noch wieder, ne? Hat den Durchmesser D0 gleich 10 cm und ist auf die Spannung U0 gleich 100 Volt aufgeladen. Die Aufgabe haben Sie vorliegen, ich mache mal nur die Zeichnung. Das heißt also, wir haben hier jetzt eine Seifenblase. War das 10 cm Radius oder Durchmesser? Durchmesser. Dann malen wir es doch so. 10 cm. Und wir haben hier U0 gleich 100 Volt. So, jetzt, so wie das im Leben öfter passiert, zerplatzt diese Seifenblase. Und diese Seifenblase wird zu einem Wassertröpfchen, einem leitenden Flüssigkeitströpfchen hier mit einem nun Durchmesser von, das ist nicht ganz maßstäblich gezeichnet, ne, 0,5 Millimeter. Welche Spannung hat die? Ich mal so ein Diagramm dazu, ne? Wie groß ist das Potential des Tröpfchens? So, wenn ich mal so ein Diagramm male, ich mache hier in Blau. Genau. Dann habe ich hier meinetwegen R und hier habe ich Phi. Und ich mache es mal ganz bewusst so, ich habe hier 100 Volt. Dann ist genau an dieser Stelle hier ja da 100 Volt. So,
Da sich am Hüllenfluss natürlich nichts ändert, dem Hüllenfluss hier meinetwegen in dieser Ebene oder in diesem, ja doch in diesem Umlauf, in einer gewissen Entfernung von dieser zunächst noch existierenden Blase, nicht, muss die Feldverteilung auch immer gleich, ich fange nochmal an mit dem Satz. Also, wenn ich hier den Satz vom Hüllenfluss anwende und hier einfach mal gucke, diese eine so eine Hülle, die ich außerhalb der Luftblase, der Seifenblase um das Ding drumherum baue, dann zählt das ja die Ladung. So, und diese Ladung, die da gezählt wird, bleibt ja die gleiche, ob das Teil jetzt zusammengefallen ist auf diesen Punkt oder ob es noch aus Seifenblase existiert. Damit bleibt das Potenzial auch das gleiche, weil aus dem Feld, aus der Ladung folgt der Verschiebungsfluss, folgt das E-Feld, folgt das Potenzial. So, das heißt also, in allen Fällen, ob Seifenblase oder nicht, ist das hier der Verlauf Phi von R. So, nur hört der, wenn ich die Seifenblase habe, hier bei 100 Volt auf. Ne? Weil dann habe ich an der Oberfläche diese Ladung und dann würde ich eben rübergehen und dann bleibt das Feld, ist kein Feld mehr im Innenraum und damit bleibt das Potenzial konstant. Wenn ich das Ding jetzt aber zusammenschrumpfen lasse auf diese 0,5 mm, das wäre hier, also wie gesagt, nicht maßstäblich, dann muss ich das einfach fortsetzen hier, ne? Nach innen. So. Und dann wäre das neue Potenzial. Das muss ich jetzt nur ausrechnen. Das ist alles. Wir haben Phi von R ist gleich, ich lasse das Minuszeichen einfach weg, ne? Q durch 4 Pi Epsilon R, Epsilon 0 R, Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal R. Und das kann ich erstmal abkürzen als K mal 1 durch R und das K erfasst das sich nicht ändernde Q durch 4 Pi Epsilon 0. Und wenn ich das jetzt mal ansetze bei 5 cm, Phi von 5 cm ist gleich 100 Volt, ist gleich K mal 1 durch 5 cm, dann kriege ich das K raus als 500 Volt Zentimeter. Ist das eine etwas komische Einheit, spielt aber nicht wirklich eine Rolle, kann das natürlich auch als 5 Volt mal Meter nehmen. Ne? Das Meter brauche ich nur an dem K, weil das dann hinterher durch das 1 durch Meter da wieder weggemacht wird. Ich habe jetzt nur keinen Bock, das Q auszurechnen. Das könnte ich ja tun, aber warum? Da muss ich mit 4 Pi und Epsilon 0 und so wieder hantieren. So, und wenn ich jetzt haben will, dass Phi von, das war auch wieder der Durchmesser, ne? 0,5 mm, das Phi von 0,025 Meter, ja, können wir auch anders schreiben, ne? Dann ist das ja gleich K mal 1 durch 0,00025 Meter und das macht 20 Kilovolt. Wie gesagt, das ist da oben nicht ganz maßstäblich gemacht, sondern das soll nur qualitativ verdeutlichen, in welche Richtung es geht. Soweit so zufrieden? Schreibt schneller. Ich lade übrigens Musterlösungen hoch, ne?
Oder habe, nee, davon habe ich noch nicht. Ich habe bislang nur die, ich habe komplett die Fragen hochgeladen, glaube ich, ne? Noch keine Musterlösung, das kommt noch. Also die lade ich auch wieder nach und nach hoch und es gibt auch wieder eine gesammelte Musterlösung, wenn Sie die wollen. Ja, ich halte es für sinnvoller, das nach und nach zu machen. Sei denn, Sie widersprechen jetzt massiv und wollen alles sofort, dann gibt's das, kann sie es auch kriegen. Das ist auch kein Drama. So, bestimmen Sie die Feldstärke E von R und das Potential, also und zwar als Vektor, und das Potential Phi von R einer Punktladung im Vakuum. Nun, das ist 1,4 Punktladung. Vakuum, das ist Phi von R gleich, ich gebe es auch einfach nur an, ne? Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal R plus C, wobei diese Konstante, Integrationskonstante C, die streng genommen natürlich dahin muss, auch durchaus weggelassen werden kann. Wenn Sie die weglassen, dann ist eben auch gut. Ne? Solange Sie alles nur in einem System arbeiten, haben Sie die halt auf 0 gesetzt. So, so what? So, mit dem elektrischen Feld kann man sich jetzt ein bisschen schwerer tun. Das ist ja eigentlich der Gradient von dem Ding hier. Ich male das Ganze jetzt nochmal hin, weil ich es nämlich etwas anders mache, als ich es in der Vorlesung gemacht habe, auch etwas anders angebe. So, das war ja so, dass das hier in radialer Richtung, oh, wow, 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 in radialer Richtung weggeht, ne? Also in Richtung R. Und das müssen wir, wenn wir das im Vektor ausdrücken wollen, auch irgendwie hier ausdrücken. Also könnte man das ja ausdrücken als E gleich, wir wissen, es ist der quadratische Abfall aus dem Coulombschen Gesetz. Also Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal R Betragsquadrat. Ich male das ganz bewusst so hin. Jetzt müssen wir nur die Richtung noch dahin kriegen und das können wir auf zwei Arten machen. Entweder wir packen den Einheitsvektor von R hier hin. Kann jeder was mit anfangen mit dem Begriff Einheitsvektor, ne? Oder auch das kann ganz bequem sein. Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal R Betrag hoch 3 und hier der Vektor R dahin. So. Der einzige Unterschied ist, der Vektor, Einheitsvektor von R ist ja nichts weiter als R, also der Vektor R durch die Länge von R. Den Betrag von R nicht. Und das habe ich hier einfach aufgelöst oder mit reingeschrieben. Deswegen steht hier unten R hoch 3 und es sieht so aus, als wenn das hier kubisch abfallen würde, was natürlich nicht der Fall ist, weil da oben nochmal die Länge von R mit drin steckt. Ne? So, es kann aber eine sehr kompakte oder angenehme Darstellung sein. Gerade wenn wir jetzt die Aufgabe haben, berechnen Sie das Feld eines Dipols nach Abbildung 3, die zeichne ich gleich an, mittels geometrischen Überlegungen entlang der x-Achse und in der y-z-Ebene. So, jetzt kommen wir in das, was dann die Feldervorlesung so giftig macht, sage ich mal. Ne? Sie müssen jetzt ein bisschen anfangen, mit analytischer Geometrie da dran zu gehen und das Problem auch wirklich geometrisch durchdenken. Also Dipolfeld ist nichts weiter, als dass wir zwei Ladungen haben, plus Q und einmal minus Q. Ich mache das ganz bewusst hier in bunt. So, da legen wir mal den Ursprung genau in die Mitte. Die haben jeweils hier, das kann man natürlich auch anders zählen, den Abstand A vom Mittelpunkt und wir legen die x-Achse genau durch die Dipolachse
So. Und wir legen die Y-Achse, packen wir nach oben und wir packen die Z-Achse dahin. So, die YZ-Ebene ist jetzt eben genau die Ebene, die aufgespannt wird durch die Koordinatenachsen Y und Z, beziehungsweise gekennzeichnet durch die Eigenschaft X gleich 0, also hier diese Wand da in der Mitte, ne? Das können wir hier noch weiterziehen, wenn wir mögen. So, und entlang der X-Achse ist, glaube ich, auch klar. So, bleiben wir bei geometrischen Überlegungen, erstmal bei der X-Achse. Dann ist das ganze Problem absolut rotationssymmetrisch um die X-Achse. Ja, also ich kann das Ganze hier drehen und wenden, wie ich will, um die X-Achse. Das ändert sich überhaupt nicht, weil das ja Punktladungen, also runde Ladungen da sind an der Stelle, ne? Wie wir uns das zumindest so wie wir uns das vorstellen. So, heißt also, es gibt auch nur die X-Komponente. Gibt es nur die EX-Komponente. Alle anderen sind weg. So, wir können jetzt also, da wir es mit einem linearen Medium zu tun haben, die einzelnen Feldkomponenten bestimmen. Da fangen wir mal an mit Ex plus, das ist das Feld von der positiven Ladung hier. Das ist gleich Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal, ja, was müssen wir unten hinschreiben? Was ist der Abstand eines Punktes, eines Beobachtungspunktes X oder so auf dieser Achse hier? Nun, wir sind dann immer entfernt von dem Ding x plus a. Genau. Und jetzt müssen wir nur noch das mit den Richtungen richtig hinkriegen. Da können wir uns vielleicht darauf zurückziehen, was wir hier schon ausgerechnet haben an der Stelle, dass wir hier Betrag hoch 3. Und hier oben schreibe ich mal ganz stur das x plus a hin. So, ich mache mal den Test, ob das auch von den Richtungen her stimmt. Nehmen wir mal an, also die Feldlinien müssen ja immer von diesem Plus-Ding hier weggehen, ne? Also in die Richtung und in die Richtung. Wir bleiben nach wie vor auf der x-Achse. So, hier muss ich also was Positives haben, da muss ich was Negatives haben. Das hier unten ist immer positiv, so habe ich es ja gemacht, weil ich einen Betrag genommen habe. Und das da oben wechselt dann gerade bei A das Vorzeichen. Ne? Wir haben gestern mit der Doppelleitung was Ähnliches gemacht. So, wenn ich also bei X größer minus A bin, also hier rechts von der Ladung, dann ist EX plus positiv, also zeigt nach rechts. Wenn ich auf der linken Seite der Ladung bin, ist EX plus negativ, weil ja X kleiner als minus A ist, dann wird das da oben negativ und dann geht es noch in die andere Richtung. Also passt die Richtung, ne? Und darum geht es mir jetzt erstmal nur, ne? So, denselben Spaß mache ich mit E x minus. Das ist dann sicherlich minus Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal. Und dann habe ich x minus A durch x minus A Betrag hoch 3. Das wirkt ein bisschen sperrig, macht aber die Vorzeichen absolut richtig. Hätte sie auch gemacht, wenn ich da den ganzen Quatsch hier unten weggelassen habe und nur x plus A hingeschrieben hätte. Hätte in dem Fall funktioniert, hat ja gestern auch funktioniert. Ich schreibe es trotzdem formal so hin. Funktioniert das? Mal angenommen, also hier ist es so, dass hier das Feld nach rechts geht, wenn ich links von der Ladung bin und an der Stelle dann auf die Ladung zugeht, bin ich also bei x
kleiner a. Bei x kleiner a ist das hier negativ, also das sowieso positiv, das hier negativ, mit dem Vorzeichen kommt was Positives raus, also der Vektor zeigt nach rechts. Richtig? So, bin ich bei x größer als a, ist das hier positiv, mit dem negativen Zeichen kommt ein Minus dabei raus, der Vektor zeigt nach links. So, genau das wollte ich auch nochmal trainieren hier mit Ihnen, also üben. So heißt das, glaube ich, ne? Gut. So, dann bauen wir es zusammen. Dann ist ex gleich ex plus plus ex minus gleich q durch 4 pi epsilon 0 mal x plus a durch Betrag x plus a hoch 3 minus, das ist das Minuszeichen, x minus a durch x minus a hoch 3. So, das ist jetzt eigentlich, nee, nicht eigentlich, das ist das vollständige Ergebnis. Was ich jetzt nochmal betrachten möchte, und dann kommen wir in den Bereich Dipolfeld. Ich möchte jetzt nämlich betrachten noch die Lösung, wenn x-Betrag sehr viel größer als a ist. Also man befindet sich, oder fällt, außerhalb des Bereichs der beiden Ladungen. Also x Betrag ist sehr viel größer als a. Ja, x ist sehr viel größer als a. Dipolfeld in großer Entfernung. Was denn? Ich kann dir gerade nicht folgen, wie man auf x minus a hoch 3 oder x plus a hoch 3 auf den. Nehmen Sie den Formalismus, das ist eigentlich alles. Ja. Ne? X und y, also wir können uns ja hier nochmal den Vektor r angucken. Der wird ja auf der x-Achse gekennzeichnet durch x0, 0. Ne? So, und wir gucken uns den Aufpunktvektor der. Oder dass die Position der Kugeln hier, oder der Punktladung hier an, kürzen wir mal ab mit klein q. Kann man ja auch einen Vektor zuordnen, ne? Also einfach der Ortspunkt, wo die Dinger sind. Und die sind bei plus minus a 0, 0. Weil die liegen auch auf der x-Achse. Ja, und jetzt nehmen Sie diesen sturen Formalismus. Wenn Sie dem folgen konnten, dann setzen Sie einfach in diesen Formalismus ein. R ist einfach hier x. Je nachdem, ob ich den positiven oder negativen habe, x plus minus a. Ja, wobei das r immer der Abstand von der Ladung ist. Ja. Ist klar? Nee, sieht nicht klar aus, der Gesichtsausdruck. Abstand. Nee. Vektor, nicht der Abstand, Vektor von der betrachteten Ladung aus. So, wenn ich jetzt also mich in grün, da bin ich jetzt, das ist mein Punkt P, an dem will ich es berechnen. So, dann habe ich hier einen Vektor R, das ist erstmal der Vektor vom Ortspunkt her. Der da. Das ist genau der, den ich hier angegeben habe. Dieser. So, jetzt muss ich, wenn ich das Feld von dieser Ladung an dem Punkt aber wissen möchte, dann muss ich hier den Abstand oder den Vektor von dieser Ladung zu diesem Punkt berücksichtigen.
Und das ist dieses R. Da, das ist genau der da. Nee. Klein Q ist nur der hier. Das ist in diesem Fall hier Klein Q. Ne? Der Weg bis dahin. So, wie finde ich jetzt den Vektor, diesen blauen Vektor R hier? Ja, das ist der Vektor R minus Q. Führt in dem Fall dann eben zu, wenn Sie es komponentenweise machen, den nennen wir jetzt einfach mal hier R'. So, ich schreibe es hier unten hin. R' ist gleich R minus Q. Führt in dem Fall vektorweise hingeschrieben zu x 0, 0 minus, in dem Fall ist es minus a 0, 0 ist gleich x plus a 0, 0. Das alles. So, weil ich mich nur für die x-Komponente interessiere, in diesem Fall lasse ich das gleich weg. Ne? Also lasse ich diese hier y- und z-Komponente gleich weg und dann bleibt das da stehen, weil es ein bisschen weniger zu schreiben ist oder reichlich weniger zu schreiben ist. So, in großer Entfernung außerhalb von dem Dipol. Und dann kann ich das hier so ein bisschen nähern. Ich weiß, wenn ich mich hier befinde, da an der Stelle, dann muss, also ich meine, natürlich dominiert die nächstgelegene Ladung, dann muss natürlich das elektrische Feld nach links gehen. Wenn ich mich hier befinde, dann muss das elektrische Feld auch nach links gehen. Was? Ja. So, das muss ich jetzt irgendwie hinkriegen und gucken, ob es auch funktioniert. Also, Ex ist gleich, tasten wir uns mal ran mit Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal, was haben wir da? Gehen wir mal, kürzen wir es mal weg. Dann ist es nämlich x plus a Quadrat minus x minus a Quadrat. Und das ist jeweils 1 durch. So, was passiert? Ich bin bei x. Ich bin da im linken Bereich, x kleiner als minus a. Probieren wir das aus, dann ist dieses hier Test x, nehmen wir mal x gleich minus 2a als Beispiel an. Dann habe ich hier stehen 1 durch a Quadrat minus 1 durch 3a Quadrat. Ja. Wird insgesamt etwas, was größer als 0 ist. Richtig? Weil der Term ja größer als der ist. Mache ich den anderen Test, x gleich 2a. Dann habe ich hier 1 durch 3a, das ist übrigens so geklammert, ne? Quadrat, minus 1 durch a Quadrat ist irgendetwas, was kleiner 0 ist. Hier ist das Vorzeichen falsch. Ja, hier ist richtig, da ist falsch. Da ist das Vorzeichen falsch. Das ist jetzt ein Vektor, der nach rechts zeigt. Das soll er nicht. Der Vektor muss immer nach links gehen. Ob ich mich jetzt hier befinde oder da befinde, ist egal. So, und damit ich das hinkriege, muss ich das Ganze noch multiplizieren mit dem Vorzeichen von x. Und da ich mich außerhalb von dem Ding befinde, ist das auch gar keine Diskussion, was direkt bei der Null passiert oder so, sondern das ist ja das, was ich vorher reingesteckt habe. So, ich mache mal noch weiter. Und ziehe
x Quadrat raus. Da ist jetzt nichts weiter passiert. Da kann ich nochmal das Vorzeichen von x hier nochmal isoliert hinschreiben. Dann ist das 1 durch 1 plus a durch x zum Quadrat minus 1 durch 1 minus a durch x zum Quadrat. Also nichts weiter als x rausgezogen, damit ich hier das Verhältnis a durch x stehen habe, damit ich genau sehe, was eigentlich klein oder was groß ist. Das ganze Ding kann man jetzt natürlich als Taylor-Reihe nähern, entwickeln, in so eine Reihe, die man dann nach dem ersten Gig gleich abbrechen lässt. Das heißt, wir haben hier also q durch 4pi epsilon 0 mal x Quadrat, Vorzeichen von x stehen mal, und das ist jetzt 1 minus 2a durch x minus 1 minus 2a durch x. So, die Einsen machen sich weg. Ne? 1 minus 1. Davon bleibt aber 2 da, bleiben aber 2 da stehen. Also gleich minus q durch 4pi epsilon 0 mal 2a durch x hoch 3 mal Vorzeichen von x. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das jetzt immer noch richtig habe oder ob es dann schon wieder, ob ich es wieder kaputt gemacht habe. Bin ich links? Ist das negativ, positiv, negativ? Okay, bin ich rechts? Genau, der Vorzeichentest ergibt, dass ich das wieder wegmachen muss. Jetzt habe ich es tatsächlich. Da mache ich noch Betragsstriche dran, dann haben wir es. Dann geht es immer nach links. Genau. Ich sehe gerade, dass da die Musterlösung nicht ganz richtig ist. So, was wollte ich damit jetzt machen? Einmal das didaktische Moment, so ein bisschen dieses Denken in Vektoren, Richtungen und so weiter trainieren. Ne? Also, dass man sich die Gleichung auch genau anguckt. Das Ergebnis hier ist aber, dass das Dipolfeld proportional zum Abstand hoch 3 abfällt. Ne? Und nicht mehr zum Abstand zum Quadrat, wie wir das bei der Punktladung hatten. Ne? Bei der Punktladung hatten wir hier einfach nur einen Abfall mit r Quadrat, r Betragsquadrat. Und hier haben wir jetzt einen Abfall nur auf der x-Achse betrachtet, weil wir es im ganzen Raum nicht konnten, wollten, was auch immer. Hier haben wir jetzt einen Abfall mit Abstand hoch 3 vom Mittelpunkt des Dipols aus. So. Also mit anderen Worten, das Feld fällt einfach wesentlich schneller ab. Die eine Ladung hebt die Wirkung der anderen Ladung so ein bisschen auf. Trotzdem haben wir natürlich im Außenraum noch Feld, weil die Dinger ja nicht am gleichen Punkt liegen. Lägen die am gleichen Punkt, wäre es weg, dann wäre R gleich 0. Dipolfelder war wahrscheinlich auch Thema, ne? In der Physik.
So. Gucken wir uns das Ganze auf der YZ-Ebene an. Also genau auf dieser Fläche hier. Ja, das war wahrscheinlich jetzt nicht so clever, das da reinzuschmieren. Feld in YZ bzw. x gleich 0 Ebene. So, ich mache jetzt mir erstmal das Leben ein bisschen leichter und Ihnen hoffentlich auch. Es gibt keinen Unterschied zwischen Y und Z und jedem anderen Punkt an der Stelle. Das heißt, es reicht auch, wenn ich es einfach auf der Y-Achse oder der Z-Achse oder irgendeiner anderen Achse mitten dadurch betrachte. Ist dann gleich, weil rotationssymmetrisch, ne? Hatten wir schon. So, es genügt das Feld auf der Y-Achse zu betrachten. Ja? So, nun ist es so, wenn ich mich tatsächlich auf der Y-Achse hier befinde, an der Stelle meinetwegen, dann kann ich das Feld zunächst mal konstruieren und mir zumindest mal denken, wo es lang gehen soll. Also es wird in die Richtung gehen. Es wird auch gerade in die Richtung gehen, also tatsächlich hier waagerecht, parallel zur x-Achse, weil ja beide hier in gleicher Entfernung zu sehen sind und die Komponenten, die jetzt hier schieben oder ziehen, sich gegenseitig aufheben werden. Ne? Wenn ich jetzt also die Felder hier mal konstruieren würde, jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich vielleicht sogar so langsam mal, dann wäre das die Feldkomponente in die Richtung, das hier die Feldkomponente in die Richtung. Und die beiden heben sich auf, es bleibt der Vektor in die Richtung bestehen. Weiter nichts. So, das kann man angeben, dann auch wieder rein schematisch hier und dann beide Sachen zusammengesetzt. Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal, jetzt müssen wir nur noch gucken, in welche Richtung geht es denn hier eigentlich. Es bleibt das Ex und dann haben wir als x-Komponente dieses Vektors hier nur das a da stehen. Und wir müssen es noch durch den Abstand teilen. Der Abstand ist hier, wenn Sie sich die Vektoren hier angucken, dann haben Sie hier, hätten Sie jetzt in dem Fall hier einfach nur ein y stehen. Ich kann es einfach mal hinschreiben. Auf y-Achse bleibt q gleich plus minus a 0, 0 und der Aufpunkt R wird 0, y 0 und das, was wir hier als R' hatten, was jetzt natürlich ein anderer ist, R' gleich R minus Q wird dann zu plus minus, nee, minus plus a 0, y 0. So. Wenn ich die Länge von dem Vektor haben will, dann ist das hier in dem Fall dann einfach a y² plus a². Und das Ganze hoch 3. Minus, kommt der andere noch dazu, minus a durch Wurzel y² plus a² hoch 3. So, wird dann, oder wird erstmal gleich, q durch 2 pi epsilon 0 mal a durch Wurzel y² plus a² hoch 3. Und wenn ich jetzt wieder die Näherung mache, dass y sehr viel größer als a wird, dann ist das q durch 2 pi epsilon 0 mal a durch y-Betrag hoch 3. Also auch da haben wir wieder den Abfall mit hoch 3.
Das gestrichelte ist R'. Strich. Das hier, das ist R'. Ja, das soll nur die Verbindungslinie zeigen, damit Sie glauben, dass das hier die richtige Richtung ist. Der Abstand ist R', ja. Das ist auch richtig, ja. So. Können Sie noch? Bitte? Ja. Bestimmen Sie ausgehend vom Potential bzw. der Feldstärke der Punktladung allgemein das Potential Phi von R und die Feldstärke E von R eines Dipols. Einmal allgemein muss weg. Allgemein und dann in der Vereinfachung für große Abstände R im Vergleich zum Dipolabstand 2a, also R sehr viel größer als a. So, das ist jetzt ein bisschen. Naja, so tragisch ist das nicht, ne? So, was brauchen wir? C. Allgemein das Potential. So, wir haben das Potential der Punktladung. Und das ist Phi von R gleich minus Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal R mal 1 durch R' Betrag. Ne? Das war es doch. R, ich mache da mal R' draus, damit das auch völlig klar ist, was wir hatten. Phi von ja, R können wir da stehen lassen. Und die Ladung ist positiv, also machen wir da ein Plus hin. Wie hatte ich denn da? Minus. Lass uns Minus stehen. So. Gut. Dann haben wir es für 2. Dann müssen wir die unteren unterschiedlichen R' reinmachen. Ne? Also wir brauchen wieder den R', den haben wir hier schon. In diesem Fall ist aber R' gleich minus plus A plus. Nee. Doch plus x, y, z. Also tatsächlich mit allen drei Komponenten. Ne? So, und dementsprechend haben wir hier gleich minus q durch 4 pi epsilon 0 mal 1 durch, so, das ist der, die linke Seite, minus a plus x, y, z. Und dann kommt noch die rechte Seite hinzu. Plus Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal 1 durch A plus X Y Z. So. Und das alles natürlich hier als Betrag, ne?
Im Endeffekt haben wir dann Phi von R gleich Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal, Klammer auf, 1 durch Wurzel x plus a zum Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat minus 1 durch Wurzel x minus a Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat. Klammer zu. Das war's. So, jetzt müssen wir uns noch irgendwas einfallen lassen, wie wir das nähern können, ne? Das ist eine Übungsaufgabe für Sie. So, Näherung für, ja, was ist denn das eigentlich? Eigentlich wollen wir ja nähern, x² plus y² plus z², Wurzel draus, sehr viel größer als a, ne? Das ist eigentlich der Plan. Na ja, dann gucken wir uns mal einen davon an. Ich multipliziere mal aus. X² plus Y² plus Z², halt, geht noch weiter, plus 2ax plus A². Damit ich einen Unterschied zu dem gleich habe, mache ich hier noch ein Minus hin, das ist plus minus 2ax. So, dieses a Quadrat, also wenn a schon kleiner als alles andere ist hier, dann kann ich, dann ist a Quadrat ja bestimmt auch sehr viel kleiner als alles andere. So, also dann könnte ich hier natürlich jetzt hinschreiben, Wurzel x Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat mal Wurzel 1 plus minus 2ax durch x Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat, ne? Mit Wurzel 1 plus, was nehmen wir denn da mal? U, ne? Wurzel 1 plus U ist ungefähr 1 plus U halbe für U sehr viel kleiner als 1. Das ist irgendwie so eine erste Teilereihenentwicklung, die ich dann sofort abgebrochen habe, ne? Das Ganze noch hoch minus 1 mache, dann setze ich hier einfach ein Minuszeichen hin und dann passt das auch. Weil nämlich, ich kann genauso nähern, 1 durch 1 plus u ist ungefähr 1 minus u für u sehr viel kleiner als 1. So, da ich genau das da stehen habe, da oben, muss ich jetzt noch ein bisschen hier rumzaubern. Dann kriege ich raus, hier für dieses Phi von r, ungefähr q durch 4 Pi Epsilon 0 mal... So, den habe ich schon ausgeklammert da. 1 durch r Betragsquadrat. 1 durch r Betrag. Und zwar r jetzt, nicht r Strich, ne? Weil ich jetzt den Aufhängpunkt Vektor vom Ursprung hier da verwenden will. So, mal, Klammer auf, aus dem
gehe ich dann mal in dieses hier rein, dann wird das aus dem Plus ein Minus 1 minus a mal x durch r Betragsquadrat. Aus dem wird wieder ein Minus 1 genau. Plus macht noch ein Minus ax durch r Betragsquadrat. So, ich habe eine ähnliche Konstruktion da stehen, wie ich sie eben auch schon hatte. Und komme auf Q durch 2 Pi Epsilon 0 mal A mal X durch Minuszeichen noch dahin durch R-Betrag hoch 3. Was denn? Da sind welche drauf, ja. Ich muss das aber. Also hat sie einer gerade griffbereit? Da müssten. Hä? Sagen Sie mal gerade. Wo sind denn Sie die letzten zwei Semester gewesen? Also Taylor-Reihe war dran, ne? In Mathe. Also wenn nicht, dann, ich würde jetzt mal vor gelaufener Kamera sagen, müssten wir das gerade wiederholen. Meine aber eigentlich was anderes. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Potenzreihenentwicklung ist ein anderer Name dafür. Sind Sie nicht drauf? Ja. Nee, ist nicht drauf. Also ja gut, dann also ist nichts drauf. Die 2, 3 kann man aber auch nachsteuern. Das ist nicht wirklich das Problem. So, das wäre das Ergebnis, ne? Das Ganze fällt hier jetzt im Prinzip quadratisch ab mit dem Abstand, weil x natürlich auch irgendwie da eingeht, ne? Und x das eben auch da mit verursacht. Ja? So, Sie sehen, was Sie sicherlich schon vermutet haben, wenn Sie mal x gleich 0 setzen, also tatsächlich Sie in der Ebene sich hier befinden, die durch y und z aufgespannt wird, dann ist eben x gleich 0, damit ist auch das Potential gleich 0 in dieser ganzen Ebene. Das heißt, das ist eine Äquipotentialfläche, auch so jetzt ausgerechnet. Ne? Und das heißt natürlich, dass es da in der Äquipotentialfläche hier auch nur Feldvektoren gibt, die nach rechts gehen. So, ja, das ist das. Ich finde, dass, also ich weiß, dass diese Aufgabe relativ schwer ist. So vom Konzept her, dem zu folgen. Ich finde aber die Aussagen über das Dipolfeld so bedeutsam, dass ich das gerne rechnen würde und das gerne hier betrachten würde mit Ihnen. Also dass man einfach mal detailliert so ein Dipolfeld ausrechnet, weil Dipole ja doch das sind, was da ganz häufig auftritt. Ne? Gut, so, jetzt müssen wir uns noch rantrauen, das den Gradienten zu bestimmen. Naja, dann haben wir das elektrische Feld. Ne? Das Potenzial haben wir jetzt. Das ist nicht witzig. Also, ich meine das ganz ernst. Sie müssen sich insbesondere in dieser Vorlesung, auch bei diesen Aufgaben, in die Hängematte der Mathematik legen.
Und das müssen Sie können. Und wie bei jeder Hängematte müssen Sie vertrauen, dass die Knoten halten, dass die Hängematte hält, weil sonst brechen Sie das Rückgrat. So. Das ist also auch wirklich im übertragenen Sinne, das ist auch bei einer Hängematte so. Wenn Sie sich da reinlegen, dann müssen Sie schon darauf vertrauen, dass das funktioniert, weil sonst tut es verdammt weh, wenn Sie mal so aus einer Hängematte abstürzen. So, und genau das müssen Sie in der Mathematik machen. Sie müssen die Mathematik so sicher eigentlich beherrschen, dass Sie den Knoten der Mathematik, der Stütze der Mathematik, der Hängematte der Mathematik vertrauen können. Mehr oder weniger blind. Und das haben wir hier jetzt auch getan. So, und Sie machen zwischendurch, suchen Sie sich, deswegen habe ich das Ganze hier ja auch gemacht, zwischendurch suchen Sie sich so ein paar Fixpunkte, wo Sie kontrollieren, ob denn das, was Sie ausgerechnet haben, Sinn macht. Stimmt die Richtung des Vektors? Ist da wirklich eine echte Potentiallinie oder Fläche? Ne? Kann die sein? So, da denken Sie ein bisschen mit. Ansonsten lehnen Sie sich hier zurück und betreiben Mathematik. Aber da müssen Sie natürlich einen gewissen Werkzeugkasten haben, weil Sie müssen ein paar Knoten können, dass die Hängematte hält. Das ist klar. Ich kann das alles hinterher abhören. Ich kann das alles hinterher abhören. Ich hab nur gesagt, dass ich mich 10.000 Euro berechnet hätte, hätte ich dann einrechnen müssen, weil ich irgendwie mich immer berechne. Aber das, ansonsten, wenn man die Tellerreihe kennt, die Mathe nicht so schnell. Nee, das ist sie definitiv nicht. Also man muss ihr vertrauen, ja. Und ich gebe eins zu, ich habe neulich für... Also meine Tochter aus der 10. Klasse kam neulich an, wo musste irgendwie so ein Gleichungssystem 2x2 lösen. Ja, ich konnte es nicht auf Anhieb. Also ich kann es natürlich auch, nicht? Aber das mit dem Einsetzungsverfahren, was ich hier für das schlechteste Verfahren überhaupt halte, ist unübersichtlich. Ich habe es dann auch hingekriegt, aber ich habe 3 Anläufe gebraucht. Ne? Weil zwischendurch natürlich einer auf einen reinbrabbelt und so weiter. Ne? Ja, also ist nicht so ganz, also ist tatsächlich nicht so ganz trivial, da keine Fehler zu machen. So, das gebe ich ja zu. Ja, und das geht mir auch so. Okay, bestimme die elektrische Feldstärke. Wie kann man das denn jetzt elegant tun? Ja, solche Spezialisten wird es geben. Also der Vorschlag war, das da. Und es dabei zu belassen. Nee, so ging es ja weiter, oder? So. Das wollen wir aber ja natürlich nicht machen, sondern wir wollen jetzt natürlich hier, ich fange mal mit dem Ex an und ich mache das jetzt einfach mal komponentenweise. Ne? Ex ist natürlich gleich d phi nach dx, die Ableitung da. Deswegen bin ich mal gespannt, ob ich das kann. Machen wir erstmal Ey. Ey ist gleich minus d phi nach dy. So, ist gleich. Das Minuszeichen kriegen wir dann hinterher schon noch hin. Also Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal ja, wie sieht's aus? Oh, Minus da noch vor, von dem da. Okay, innere Ableitung 1 durch Wurzel. Ich mache es mal mit dem 1,5 hier, das ist irgendwie in dem Fall jetzt übersichtlicher. X plus a zum Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat hoch 3/2. Wir mussten hinschreiben, weil wir hoch minus 1/2 ableiten, mal minus 1/2. Die innere Ableitung ist 2y, ne? Mal 2y, richtig? Gut, derselbe Spaß, minus, eigentlich genau dasselbe, ne? Da mache ich noch Klammern drum. 1 mal minus 1/2 mal 2y durch Wurzel x minus a zum Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat
Und jetzt hoch 3, das ist dasselbe wie 3 halbe. Jetzt hatte ich nur die Wurzel schon wieder angefangen, dann schreibe ich es auch gleich komplett hin. Gut, so. Gleich. Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal Y mal 1 durch Wurzel x plus a Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat minus 1 durch, das y steht schon da vorne, Wurzel x minus a und es kommt mal 1 hoch 3 plus y Quadrat plus z Quadrat und jeweils die Wurzel hoch 3. So. EZ ist derselbe Spaß. Dφ nach dz. Nur, dass ich y und z vertausche. Ne? Q durch 4 Pi. Nee, die 2 geht dann mit dem 1,5 da. Ich male das einfach mal so, ne? Dann schreiben Sie auch schneller. Bitte? Nee, aber ich will mir nie langweilen. Das kommt wahrscheinlich auf YouTube jetzt völlig unsympathisch. Doch, das darf ich ja. Das tue ich auch. Ja, ja, klar, das ist ja meins. Da habe ich ja alle Rechte dran. Ich darf das Buch nicht vorlesen und dann hochladen. Das haben die wirklich verboten, oder wie? Nee, standardmäßig darf ich das nicht. Das ist eine Urheberrechtsverletzung. Ich mache ja den Inhalt des Buches Ihnen zugänglich. Ja, weil Sie ja wissen, Sie reden gerade mit Springer Verlag. Ja, das, aber die Antworten, die Fragen nur, die Antworten nicht. Guti, so. Jetzt trauen wir uns an das X ran, ne? Ha? Nein, das ist ja überhaupt nicht schwer. Jetzt haben wir es ja. Also, das, warum habe ich das nicht gemacht? Weil da hier nämlich x plus a zum Quadrat noch steht und hier stehen die y und z nackig da. So, ist aber eigentlich das Gleiche. Also, eigentlich kommt hier nichts anderes raus. Also, wirklich das Gleiche. Nur, ich wollte jetzt erstmal mit dem leichteren Differential anfangen, ne? So, und eigentlich kommt hier wirklich genau dasselbe raus. Das ist nämlich Q durch 4 Pi Epsilon 0 mal X mal alles das, was wir da schon hatten. Hä? Ich habe mir gerade gefragt, warum ich Y minus am Q dann steht auf der Z. Das auch nur in der ersten Zeile. Ja, das Y kommt ja aus dem Y, aus dem Minus. Da kommt das Minus her. Und hier, das, hier kommt noch wieder ein Minus dazu, dass es wieder wegfällt. Und da habe ich es gleich weggelassen. So, ja, damit haben wir das Ergebnis, ne? Das können wir jetzt natürlich noch ein bisschen kompakter schreiben, wenn wir mögen. Und die Näherung mache ich nicht mehr, da habe ich keine Lust mehr zu sagen, weil es mich doch... Na, das Ganze jetzt noch vektoriell schreiben wollen... Dann ist das Q durch 4 Pi Epsilon 0. So, und jetzt jede einzelne Komponente hat jetzt ja mal X, mal Y, mal Z drin stehen, ne? In der auch jeweiligen Komponente. Das ist ja nichts weiter als die Multiplikation mit dem Vektor von R, ne? Weil der hat ja genau X, Y, Z. Steht da irgendwo? Ne, steht da nicht. Da steht nur die Spezialfälle da. Aber das können Sie sich ja denken, ne? Also der Vektor R ist eben X, Y, Z. So, Punkt aus. Und hier unten haben wir jetzt immer diese Ortsabstände da, mal hoch 3, also 1 durch, die mache ich jetzt tatsächlich komponentenweise, mache ich es komponentenweise? Ja, ich, nee, halb komponentenweise mache ich es. Das ist dann hier Betrag A00 plus R hoch 3 minus 1 durch minus a 0,0
plus R hoch 3. So, das haben wir es ein bisschen kompakter geschrieben. Und dabei belassen wir es jetzt. Konzert. Ja, das Gehirn braucht viel Energie. Also mal vorausgesetzt, Sie haben einigermaßen vernünftig gefrühstückt, dann ist das ein gutes Zeichen, weil Sie arbeiten nämlich jetzt. So soll es sein. Ja, das hätte ich jetzt nicht zugegeben an Ihrer Stelle. So. Thank you.